Was passiert, wenn Sie Ihren Chef erpressen? Etwas ganz Erstaunliches, das werden Sie gleich hören. Mein Name ist Martin Wehrle, Buchautor und Karriereberater. Ja, Sie haben das Thumbnail zu diesem Video gesehen. Da hält jemand seinem Chef die Pistole an den Kopf. Sowas passiert auch in der Wirklichkeit. Allerdings nicht mit einer realen Pistole, sondern mit einer Verbalpistole. Und ich will Ihnen mehrere Fälle von Cheferpressung berichten. Einerseits eine Erpressung, die Sie vielleicht schon kennen, nämlich die Erpressung in der Verhandlung. Was passiert, wenn Sie in einer Verhandlung sagen, entweder ich kriege mehr Gehalt oder entweder ich kriege den Dienstwagen oder. Das ist eine gefährliche Erpressung und ich zeige Ihnen auf, welche Folgen sie hat. Und ich möchte Ihnen noch einen weiteren kuriosen Fall berichten. Und zwar hatte ich mal eine Klientin, die wusste, dass ihr Chef eine Affäre mit einer Kollegin hat. Und die überlegte dann, kann ich das nicht für meine Zwecke nutzen? Was passiert, wenn ich meinem Chef einen Wink gebe und sage, lieber Chef, ich kenne da ein Geheimnis über Sie und außerdem hätte ich gern eine Gehaltserhöhung und zwar folgende. Hilft das wirklich? Ich beginne mit der einfachen Frage, mit der Frage, die sich Ihnen im Alltag schon gestellt hat. Darf ich in einer Verhandlung den Chef verbal erpressen? Darf ich sagen, entweder ich bekomme jetzt die gewünschte Gehaltserhöhung von 300 Euro oder ich werde mich bei anderen Firmen bewerben und ich bin weg. Klar, das können Sie machen. Sie wollen damit die Dringlichkeit Ihres Anliegens verdeutlichen. Aber überlegen Sie mal, was passiert bei Ihrem Vorgesetzten? Ihr Vorgesetzter, der fühlt sich unter massivem Druck. Und jetzt greift ein psychologischer Mechanismus, und zwar die paradoxe Wirkung des Appells. Also immer, wenn Sie etwas von jemandem ganz intensiv wollen, bekommen Sie es am wenigsten. Sie können es in der Liebe ausprobieren, wenn Sie unbedingt wollen, dass Sie jemand küsst und Sie rücken ihm erstaunlich oder ihr erstaunlich nahe, dann wird er Sie zurückstoßen. Wenn Sie dagegen etwas warten, bis sich die Situation ergibt, dann passiert es vielleicht von alleine. Und so ist es auch im Business. Also wenn Sie versuchen, mit Gewalt die Gehaltserhöhung sich an Land zu ziehen, das Projekt an Land zu ziehen oder was auch immer an Land zu ziehen, dann klappt es am wenigsten. Darum ist die Erpressung eine sehr schlechte Idee. Denn was würde passieren, wenn Ihr Chef nachgäbe? Wenn Ihr Chef sagen würde, okay, ich gebe Ihnen die Gehaltserhöhung, damit Sie uns nicht verlassen. Er würde sein Gesicht verlieren. Und wenn ein Chef die Wahl hat, was er lieber verliert, sein Gesicht oder einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin, dann entscheidet er sich immer gegen das Gesicht und für den Verlust des Mitarbeiters. Das ist hochinteressant, also achten Sie in Verhandlungen darauf, dass Sie Ihren Chef nicht direkt erpressen. Jetzt werden Sie mir vielleicht entgegenhalten, ich muss ihm doch deutlich machen, dass mein Anliegen dringlich ist. Dass es dringlich ist, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme, dass es dringlich ist, dass ich eine Beförderung bekomme. Ja, das dürfen Sie auch. Dann sagen Sie aber, ich würde diese Gehaltserhöhung, ich würde diese Beförderung am liebsten hier in dieser Firma realisieren, weil ich aus diesen und diesen und diesen Gründen gerne hier bin und das Unternehmen durch das und das und das unterstützen kann. Damit haben Sie exakt dasselbe gesagt. Am liebsten in dieser Firma heißt natürlich indirekt, wenn nicht hier, dann woanders. Aber statt dem Chef eine Verbalpistole an den Kopf zu halten und statt die paradoxe Wirkung des Appells heraufzubeschwören, haben Sie es elegant gemacht, haben Sie es diplomatisch gemacht und haben Sie es so gemacht, dass er Ihnen nachgeben kann, ohne dass er sein Gesicht verliert. Das heißt, ohne Erpressung kommen Sie bei Verhandlungen, ohne Erpressung kommen Sie in Gesprächen mit einem Vorgesetzten deutlich weiter. Jetzt komme ich auf die Mitarbeiterin zu sprechen, die von der Affäre wusste und die zu mir in die Gehaltsberatung kam und sagte, Herr Wehrle, ich plane dieses Argument mit einzubringen. Ich werde es zwar nur andeuten, aber ich glaube, das wird helfen, dass mein Chef meiner Gehaltserhöhung zustimmt. Denn er müsste ja damit rechnen, wenn er es nicht tut, dass vielleicht mal ein anonymer Brief in seinem Briefkasten für seine Frau liegt, in dem drinsteht, dass er was mit der Elke meiner Kollegin hat. Was meinen Sie, was ich geraten habe? Ich habe ihr gesagt, wissen Sie was? Wenn Sie so vorgehen, können Sie nur verlieren. Entweder Sie verlieren, indem Sie keine Gehaltserhöhung bekommen, weil Ihr Chef sagen wird, ich mache es nicht, egal welche Konsequenz es hat, ich mache es nicht, er will sich nicht erpressbar machen. Oder indem Ihr Chef sagt, jawohl, ich gebe Ihnen diese Gehaltserhöhung, aber innerlich würde er einen riesigen Groll gegen Sie hegen und er würde nur auf eine Gelegenheit warten,
sie loszuwerden und sie zu schädigen. Ich meine, stellen Sie sich vor, er trennt sich eines Tages von seiner Frau, kommt mit ihrer Kollegin Elke zusammen und hat nichts mehr zu verbergen. Was meinen Sie, wer die Erste wäre, die über die Klinge sprenge und im hohen Bogen rausflöge? Das wären Sie. Abgesehen davon ist es nicht gerade moralisch, jemanden zu erpressen, ist es nicht gerade statthaft, dass man private Dinge mit Geschäftlichen verquickt. Darum mein Vorschlag an Sie, arbeiten Sie nicht mit Erpressungen, weder mit kleinen Erpressungen in Verhandlungen, noch mit großen Erpressungen, wenn Sie etwas über Ihren Chef wissen, sondern probieren Sie es auf die diplomatische, aber zugleich entschiedene Weise. Damit kommen Sie deutlich weiter. Ich freue mich jetzt riesig, wenn Sie dieses Video teilen. Muss ja nicht gerade mit Ihrem Chef sein. Und ich freue mich noch mehr, wenn Sie den Kanal abonnieren. Mit Glocke am besten. Dann kriegen Sie immer Nachricht, wenn ich was Neues hochlade. Es kommen jede Woche 3 Videos, unter anderem zu Karriere, zu Persönlichkeitsentwicklung, auch zu Gehalt und Bewerbung. Also seien Sie gespannt. Es ist viel spannendes Material im Anmarsch. Ich freue mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Behrle.